Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden des Herrn sei mit euch. Shalom. Ja, heute möchte ich mal eigentlich laut nachdenken über das Jahr 2023 mit euch zusammen. Was ist das für ein besonderes Jahr? Es könnte ein besonderes Jahr werden, ich weiß es nicht, bin auch nur ein Mensch und ja, die Wiederkunft des Herrn weiß niemand, den Tag und die Stunde weiß niemand, aber wir sollen wachsam sein, damit er nicht kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ne? Deshalb sollen wir eben schauen, ja, wo wir denn stehen, damit uns das nicht überrascht. So, warum 2023? Fangen wir mal vorne an. Wir haben die Kreuzigung Christi, war nach heutigem Erkenntnisstand im Jahre 30, nach der heutigen Zeitrechnung. Manche sagen 33, das ist auch so ein Fenster, ja. Aber wie gesagt, wir gehen mal aus von 30. 2000 Jahre addiert sind wir im Jahre 2030. Und wir alle hören ja ständig im Radio oder im Fernsehen oder was auch immer, Internet, wurscht. Ja, hören wir von der Agenda 30, 2030. Ja, also wir wissen nicht, wann die Kreuzigung war, so genau, aber einer weiß es ganz genau, das ist nämlich Satan, weil er war dabei, ja, und er ist ein Engelswesen, er kann nicht sterben in dem Sinne, ja, er hat das alles miterlebt und er steuert eben diese Eliten, WEF haben wir ja schon gehört. So, 2030, ja, wenn wir davon 7 Jahre Drangsal, die ja zuvor geschehen muss, ja, bis alles zu Ende ist. Wenn wir das abziehen, dann kommen wir ins Jahre 2023, das ist dieses Jahr. Ja. So, warum 2000 Jahre, was ist daran wichtig? Also erstmal hat Gott gesagt, für mich ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, so steht es geschrieben. Und dann haben wir in Hosea 6 zum Beispiel die Verheißung, ja, dass eben das gesagt wird, dass in 2 Tagen ja, Jerusalem oder Israel wieder auferstehen wird. 2 Tage, wenn wir das übersetzen, wären das 2000 Jahre. Ne? Ja, zusätzlich wissen wir, dass wir jetzt von Adam, ja, von der Schöpfungsbeginn, von Adam bis jetzt haben wir wahrscheinlich oder beziehungsweise man kann es ziemlich genauer nach der Bibel feststellen, 6000 Jahre um. Ja. Und wir wissen, am Ende der Drangsal, wenn Jesus Christus wiederkommt und von Jerusalem, vom Ölberg quasi aus regiert, die Resterde hier sozusagen für 1000 Jahre, dieses Millennium, ja, das wäre dann das 7. Jahrtausend. Und das, ja, da sehen wir natürlich, das ist die Schöpfungsgeschichte, ja, die 7 Tage Schöpfung, ja, und am 7. Tag ist ja eben der Ruhetag, der Schabbat, ja, und so haben wir hier das 7. Jahrtausend, den Ruhe, das Ruhejahrtausend, weil auch zum Beispiel der Teufel ja für 1000 Jahre eingeschlossen wird. Am Ende kommt er noch mal kurz raus und versucht gegen Jesus zu kämpfen. Natürlich aussichtslos, ja. Aber ja, und danach gibt es eben eine neue Welt für uns. Ja, aber das würde dann eben in diesen 7 Tage, 7 Jahrtausend hineinpassen. Ja, also wir schauen noch mal. Wir haben jetzt im 1948 wurde der Staat Israel wieder gegründet, ja, im Mai 1948. Manche sagen, die eigentliche Staatsgründung war 1950 oder so, aber ja, ist egal. In dem Zeitraum auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir jetzt eigentlich so 73 bis 75 Jahre um, ja, und es steht eben in dem Psalm, dass eine Generation eben 70 bis 80 Jahre dauert, also dem Mensch ist 70 bis 80 Jahre gegeben. Und wir wissen ja, dass es eine Generation ist, die Feigenbaum-Generation aus Matthäus 4, 24, 34. Ja, in dieser Generation wird es geschehen, ja, wenn ihr denn dann auch seht, dass der Feigenbaum seine also grüne Blätter bekommt, dann wisst ihr, dass der Sommer naht. Ja, der Sommer naht auch jetzt.
Ja, wie gesagt, ich bin da relativ aufgeregt über die Dinge, die da kommen. Und ich habe hier mal eine Zeitleiste vorbereitet. Ja, wir hatten jetzt den Juni, den Stolz- und Pride-Monat, ja, aus dieser LGBTQ-Regenbogen-Transgender-Angelegenheit, ja, also völlig gepusht von den Medien und von den Firmen und so. Die Firmen schädigen sich sogar selber, ja, in ihrer Werbung und alles, ja. Aber ja, wir lesen eben in Lukas 17, 28, ja, es wird eben sein wie den Tagen Lots. Ja, sie aßen und sie tranken und vor allen Dingen, was war los? Lot saß eben in Sodom, ja, und ihr wisst ja, Sodom und Gomorra, ja, das ist hier diese sexuellen Übergriffe. Und ja, ich denke mal, wir lesen jetzt mal kurz in Lukas 17, 28 rein. Einen Moment. Ja, und hier heißt es: Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Ja? Und was war denn eigentlich los? Also erstmal, er ging weg, das heißt, er wurde ja evakuiert, er wurde herausgeholt, ja, genauso wie ja Noah ja auch vor der Sintflut gerettet wurde. Ja, und das ist eben eine Vorschattung für die Entrückung auch unserer Gemeinde, ne, dass wir eben entrückt werden, wer Jesus nachfolgt. Ja, was war denn jetzt los eigentlich in Sodom? Und das lesen wir in 1. Buch Mose, also Genesis Kapitel 19, ja. Und ja, Lot saß dort, ja, im Tor, so heißt es. Also er war in einer hohen Position, also im Stadtrat sozusagen. Ja, und dann kamen zwei Engel eben zu ihm ins Haus. Und ja, die Menschen in Sodom, die also wirklich, alles war sexuell pervertiert, ja, in Sodom, ja, man spricht ja heute noch davon, Sodom und Gomorra, ja, ihr wisst das, ja. Und ja, Lot saß dort und es kamen zwei Engel von Gott und die haben ihm eben mitgeteilt, ja, du sollst mit deiner Familie Sodom jetzt verlassen, weil es kommt der Zorn Gottes über diese Stadt, ja, und dann kam eben der Schwefelregen. Ja, aber so, er saß dort mit den Engeln eben zusammen zu Hause und dann kamen die ganzen Bewohner der ganzen Stadt kamen und haben das Haus umzingelt und haben gefordert, dass diese zwei Männer, also diese Engel, herauskommen. Ja, diese unschuldigen Unschuldsmenschen, ja, also wie Kinder quasi, ja, denkt an die Unschuldigen, ja, und haben eben gefordert, dass sie eben das genau das auch machen mit diesen Engeln, was sie auch halt untereinander treiben. Ja. Ja, und dann kommen wir mal zurück. Also, sie kamen nach den unschuldigen Engeln. Ja, und was passiert heute? Da lesen wir solche Artikel. Es gibt auch Videos zu, aber das ersparen wir uns natürlich. Hier zum Beispiel. Ja, an dieser Pride-Parade, Stolz-Parade, die ja überall weltweit stattgefunden hat, ja, gab es hier zum Beispiel in Seattle nackte Fahrradfahrer, erwachsene Menschen, nackt auf Fahrrädern und das alles vor Kindern. Ja, also unfassbar. Ja, Sodom und Gomorra und es wird hier noch schlimmer. Hier ist noch eine Meldung. Ja, hier hatten wir eine Drag Queen, einen Marsch also eine Veranstaltung oder beziehungsweise eine Demonstration, einen Marsch von Drag Queen Darstellern, ja. Und sie haben halt laut geschrien, ja, wir kommen nach euren Kindern. Das heißt, wir wollen eure Kinder. Wir wollen eure unschuldigen Kinder. Na, so wie es halt bei Lot war. Wir werden umzingelt.
Ja, sie umstellen uns hier, ne? Also mit ihrer Agenda, ja, sie umstellen uns, sie exkommunizieren uns, wenn wir dagegen sind, ja, nicht ihrer Religion zu folgen, ja, dann gibt es wirklich Theater. Es gibt zum Beispiel, ich habe ein Video gesehen aus Würzburg, da war auch so eine Pride-Veranstaltung und mit einer Bühne und da stand also ein Mann mit einer Hundemaske, Sodom, ja, SM und was weiß ich nicht alles, ja, mit einer Hundemaske und ein weiterer Mann saß auf dem Boden, auch mit einer Hundemaske, ihr wisst, könnt euch das vorstellen. Auf jeden Fall sagte der dann durchs Mikrofon, ja, diese AfD-Mitglieder da hinten, die erschlagt mit allem, was ihr habt. Zitat nochmal. Ja, mit allem, was ihr hier findet, könnt ihr diese Menschen erschlagen. Ja. Also nur weil jemand einer Partei angehört, die vielleicht konservativ ist, ja. Also das war jetzt, das wird sich ausweiten auf die Christen. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn wir dieser Agenda nicht folgen und dieser Religion, sie kommen nach uns, sie kommen erstmal nach den Kindern mit diesen Drag Queens, ja, wo also Männer ja verkleidet als Frauen ganz schräg und was weiß ich in die Schulen gehen und das wird auch unterstützt von den Schulen und Kindergärten. Und da halb nackt rumtanzen vor den Kindern und ihre Geschlechtsteile auch teilweise entblößt sind. Also ja, ich weiß nicht, wie eine Mutter, ein Vater seine Kinder da hinschicken kann und die sind dann auch noch dabei und grölen auch noch mit den Kindern. Die kommen nach uns. Das ist Sodom und Gomorra. Ja, dann gehen wir mal wieder eins weiter. Ja, das nächste, was ansteht, ist der BRICS-Gipfel im August. So, im August haben wir einen BRICS-Gipfel. Das sind ja diese fünf Staaten. Was ist das? Moment, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das sind fünf Staaten, die haben so ein Wirtschaftsbündnis. Ja, so, und die haben jetzt in Südafrika, werden die im August ein Treffen haben, einen Gipfel haben und sie werden dort wahrscheinlich fünf neue Mitglieder aufnehmen. Und dann wären sie 10 insgesamt, ne? Nicht 3 oder 7 aufnehmen oder 8 oder 10. Nein, sie werden 5 aufnehmen und dann sind sie 10. Ja, und deshalb habe ich hier geschrieben, 10 Könige. Ja, und das ist jetzt schon wieder spannend, weil ja, im Zusammenhang mit der Offenbarung 13 und dem Tier lesen wir zusätzlich zum Beispiel in der Offenbarung 17, Vers 12 mal hier Folgendes. Hier heißt es: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Sie haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Ja, also wir sehen im Moment die Hegemonie der US-Amerikaner, sie zerfällt, der US-Dollar zerfällt, es wird weltweit nicht mehr angenommen, die BRICS-Staaten steigen auf, eine multipolare Weltordnung, eine neue Weltordnung, das schauen wir uns gleich an, ja, kommt da auf uns zu, ja, und das ist eben die neue Weltordnung, die Hegemonie, die einzige Macht, eben die alte Macht, USA verfällt und viele sagen, freuen sich, ah, der Deep State fällt, ja. Nein, das kommt ja die neue Weltordnung, die wird noch schlimmer. Ja, ich will nur sagen, da ist China dabei. Und China, ihr wisst ja, was da los ist. Habe ich ja schon oft hier gesagt. So. BRICS, genau. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika bekommen Nachwuchs. Wir haben hier einige Artikel, zum Beispiel bei Impacta, ja,
BRICS-Expansion, also sie erweitern sich, 5 neue Mitglieder. Ja, sie sind 5, kommen 5 hinzu. Sie haben noch keine Macht, ne? Haben wir gerade gelesen. Noch haben sie keine Kraft, Macht. Aber mit dem Antichristen zusammen, ja, da werden sie für eine Stunde, also es ist natürlich wieder im übertragenen Sinn, eine Stunde, ist das ein Monat? Ne? Ja, also, was haben wir noch? Hier auch wieder, Watcher Guru heißt es, 5 neue Länder, ja, kommen, also werden also zu diesem Gipfel hinzukommen, also auf diesem Gipfel in Südafrika kommen 5 Mitglieder hinzu. Ne? Dann haben wir diese 10 Königreiche. Weiß nicht, was haben wir noch hier? Hier auch nochmal. Auch nochmal sehen wir hier, wir sehen, dass den Aufstieg dieser BRICS-Staaten, ja, eine neue multipolare Weltordnung. Das ist übrigens auch, was Klaus Schwab, World Economic Forum sagte und Putin. Ja, also nur, ja, sieht ja aus, als wäre jetzt Putin verstoßen oder so. Aber das World Economic Forum, es gibt wieder ein Treffen. Es gibt immer ein Summer Davos und das findet statt in China. Ja, gerade jetzt, ich weiß nicht, ob es zu Ende ist, auf jeden Fall. Ja, der WEF trifft sich da in China immer, macht ein Treffen wie in Davos in der Schweiz, machen sie auch im Sommer dort in China. Ne? Also noch haben sie keine Macht, aber wenn die Hegemonie oder Hegemonialmacht der USA stirbt, dann kommen die eben und steigen auf the rise. Ja, ja, hier auch nochmal. Hier wird es auch nochmal deutlich bei diesem Artikel hier, ja, dass also das sich transformiert von der einen zentralen Hegemonialmacht eben zur multipolaren Macht. Die 10 Königreiche. Ja, mit dem Tier. Das Tier ist noch nicht offenbart. Ja, das wird sich kurz danach offenbaren, aber es ist schon am Wirken. Ja, das Tier, der Antichrist, die sind schon am Wirken, aber noch nicht offenbart. Und die offenbaren sich erst, wenn die Gemeinde weg ist durch die Entrückung. Ja. Auch hier nochmal, ja, auch ein Artikel, dass eben die BRICS aufsteigen und damit den US-Dollar, ja, beseitigen werden als Weltwährung, Reservewährung, ja, und ohne den US-Dollar sind die USA nichts. Sie produzieren nichts, sie geben ihre Zettel raus, ihre Greenbacks, ja, ihre Dollars geben sie raus, ja, die haben noch Wert dadurch durch den Welthandel, aber wenn das zusammenbricht, ja, dann haben sie nichts mehr. Dann bricht diese Weltmacht zusammen. Viele freuen sich dann, aber dann kommt die andere neue Weltordnung. Ja, wir gucken uns das jetzt nochmal an in Offenbarung 13 eben, damit wir sehen, dass es hier sich um diese 10 Königreiche handelt, diese 10 Könige. Ne? Das Tier aus dem Meer und das Tier vom Land, das ist ein Doppelpack. Immer wenn ich sage, der Antichrist und so, dann meine ich eben auch dieses Doppelpack. Ja? So, und dann schauen wir. Hier heißt es, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und dann heißt es hier weiter, und der Drache, nämlich Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist diesem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also so stark wird er sein, ne? Ja, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte der Lästerung redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Ja, 42 Monate, das sind 3,5 Jahre.
Die Hälfte der Drangsal. Immer ganz wichtig. Wir haben hier im August also ein Treffen dieser fünf BRICS-Staaten und sie werden fünf Mitglieder aufnehmen. Ja, alles deutet darauf hin und ja, einen Monat später, ja, da haben wir ein anderes Treffen, ja, und das ist das UNO-Treffen der SDG, Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele, die Agenda 2030. Ja, dieser Gipfel hatte ich ja schon berichtet, aber ich möchte da nochmal drauf eingehen, ja. Agenda 2030, 2000 Jahre nach der Kreuzigung, ihr wisst ja, das ist das Ziel. Und ich habe mich immer gefragt, warum wird denn der Antichrist, ja, warum macht er denn einen Vertrag mit vielen oder, ja, er wird einen Vertrag machen mit den vielen für 7 Jahre. Wer macht denn einen Vertrag für 7 Jahre? Ich meine, solche Verträge macht man ja eigentlich für, also es gibt kein Zeitlimit, also für die Ewigkeit, ja, sie werden dann überhöht durch andere Verträge. Aber warum macht jemand einen Vertrag genau für 7 Jahre? Habe ich mich immer gefragt. Also das könnte doch die Antwort sein. Jetzt, hier, ja, dieser UNO-Gipfel, vor allen Dingen ein Vertrag mit vielen. Ja, das heißt, hier sind ja, weiß nicht, 190 Staaten oder was, sind ja Mitglieder bei der UNO. Ja, viele haben gesagt, ja, muss das nicht irgendetwas sein mit Israel? Muss das nicht ein Vertrag mit Israel sein? Und das steht da aber nicht drin in der Bibel. Und vielleicht schauen wir uns das nochmal an in Daniel 9, 27. Also hier ist die Rede also von diesem Antichristen. Und hier steht, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Also 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja, also hier steht nicht, dass das jetzt unbedingt mit Israel was sein muss. Ein Vertrag, es kann sein. Aber es steht hier nicht ausdrücklich. Ja, und wir denken ja jetzt laut und wie gesagt, weil es einfach im Moment so gut auch passt, ja, von der biblischen Prophetie, was so gerade sich erfüllt. Er, der Antichrist, der kann ja durchaus schon aktiv sein und seine Dinge tun. Wir wissen nicht, wer das ist, aber er ist ja schon aktiv, nur ist er noch nicht offenbart, ja. Dass er offenbart wird, dazu muss erst der weg sein, der ihn aufhält. Ja, der Heilige Geist, das muss erst weggenommen werden, Harpazo, es muss entrückt werden. Der Heilige Geist wird weggenommen und dann kann er sich offenbaren, so heißt es. Ja, und wenn der Heilige Geist hier von der Erde genommen wird, dann muss die heilige Gemeinde natürlich mit ihm gehen, ja, also die, weil wir sind ja versiegelt, ja, mit dem Heiligen Geist, ja, und wir können ja nicht zurückgelassen werden. Das heißt also, die Gemeinde muss zuvor entrücken, bevor er sich offenbaren kann. Das kann hier oder schon später dann sein, ja, entweder zu diesem Gipfel hier und wir sind vorher entrückt. Auch hier das, ja, mit diesen 10 Königen, ja, die kriegen ja für eine Stunde ihre Macht, also für eine kurze Zeit, vielleicht einen Monat, das hier liegt ein Monat, also ich denke nur laut. Ja, aber es ist schon spannend, ne? Ja, und wie gesagt, die Gemeinde muss erst entrückt sein und dann kann er sich offenbaren, so steht es geschrieben biblisch. So, und dann sehen wir uns das nochmal auf der Webseite an hier von den Vereinten Nationen. Also hier nochmals auch, ja, wir haben noch 7 Jahre, eine Jahrwoche, ne? Ja, und wir müssen das Ganze jetzt verschärfen, wir müssen das beschleunigen,
ja, damit wir also in transformative Aktion kommen, ja, damit wir diese SDGs erreichen, ne, die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, meine Güte. Ja, weiter. Dann haben wir hier ein ja, ganz offizielles Dokument von der UNO und das, das zeigt das auch nochmal. Das ist hier der Generalsekretär, glaube ich, der das schreibt hier. Also auf jeden Fall ein hochrangiger, ja, der schreibt hier in einem Dossier Folgendes. Erstens fordere ich die Staats- und Regierungschefs auf, sich erneut für 7 Jahre zu verpflichten. Ja, sich erneut für 7 Jahre zu verpflichten, also einen Vertrag zu machen. Ja, und diesen, den gibt es ja schon seit 2015, diesen Vertrag nochmal zu stärken. Nochmal zu stärken. Ja, nachhaltige und transformative Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene zu beschleunigen, um das Versprechen der SDGs einzulösen, ne? Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Ja. Ja, sich erneut für 7 Jahre zu verpflichten, einen Bund kräftigen, stärken, einen schon vorhandenen. Ja, auch interessant hier nochmal so ein Logo auch hier von der Webseite zu diesem Gipfel hin. Ja, also diese bunten Farben, das sind ja diese 17 Ziele, ja, mit je einer Farbe. Erinnert auch so ein bisschen an die Regenbogen-Agenda, ja, hier Trans-Agenda, sicherlich auch kein Zufall. Ja, und was steht hier nochmal? Ja, ist hier nochmal ein Schrei, eine Rallye, ja. Und zwar, damit niemand zurückgelassen wird. Damit niemand zurückgelassen wird. Also, welche Ironie, ja, wenn doch die Gemeinde entrückt, ja, wer bleibt denn dann zurück hier? Ja. Damit niemand zurückbleibt. Also, es, sie drehen es genau um. Ja. Ja, auch hier, das ist wirklich eine Agenda auch, ne, ganz offiziell bei der UNO, ja. Leave no one behind, lass niemand zurück. Das ist ein universaler Wert und ein Prinzip Nummer 2, dass niemand zurückgelassen wird. Na, im Gegenteil, viele werden leider zurückbleiben. Na, wenn die UFOs kommen, ihr wisst ja, diese ganze Alien-Agenda, wenn die Dämonen kommen, ja, nachdem eben das weggenommen wird, was ihn aufhält, den Antichristen, den Satan, ja, was ihn aufhält, ja, die Gemeinde muss weg, ja, dann gibt es keine Referenz mehr, ja, kann niemand mehr fragen, ja. Das alles, ja, 2030 ist die Agenda, ja, warum gerade 2000 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, das ist, wie gesagt, hier die fette Agenda. Ja, hier auch nochmal, ne? Wir brauchen 7 Jahre Beschleunigung. Auch dieses Bild hier, wie gesagt, ich denke immer daran, das könnte hier so ein Adler sein. Das ist jetzt meine Fantasie hier mit dem Kreis hier. Und fehlt eigentlich nur der Kopf, ne? Diesem Adler hier mit seinen Schwingen, ja, und hier die Federn. 2x7 Federn, hier mit der 3, 17, ne? Und ja, fehlt nur noch der Kopf. Ja, wer ist denn der Kopf hier? Das Tier aus dem Meer. Ja, nochmal auch, das ist vom 18. bis 19. September. Ich gehe nochmal zurück. Genau, 18. 19. Da, über das Datum, da gehen wir auch gleich nochmal rein. So. Ja, er wird einen Bund schließen, heißt es dort, für 7 Jahre. Daniel 9,27, wollte ich auch nochmal darauf eingehen. Das Originalwort im Hebräischen ist Gabar. Und Strong hat das eingeordnet hier als H1396. Der hat hier so eine Konkordanz schon sehr früh gemacht. Und dann schauen wir uns mal an, was das Wort Gabar noch alles bedeuten kann.
Ja, also hier sehen wir Daniel 9,27. Er wird einen Bund mit vielen schließen. Es kann aber auch heißen stärken und stark machen. Hier in Sacharja 10 zum Beispiel auch ganz wichtig. Sacharja ist also wirklich der Hammer. Ja, und ich werde das Haus Juda stärken. Ja, und ich werde sie stark machen. Also diesen Bund, der schon existiert, stark machen. Das kann es auch heißen. Ja, das Herrschen. Na, als Held sich erweisen. Gut. Dann hatten wir ja die Frage, muss das unbedingt mit Israel sein, ein Bund mit Israel? Ja, gut, Israel ist aber zumindest auch mit dabei. Da haben wir hier mal drei Artikel. Die Jerusalem Post schreibt, Israel ist eben auch dabei bei dem UN Sustainable Development Agenda. Ja, Klimaagenda, alles bis 2030. Israel ist dabei. Sehen wir auch hier auf dieser Seite. Irgendwie sind 48 Ziele erreicht, hier von 166 oder so. Also, ne, Israel immer dabei bei dem Bund. Auch hier nochmal eine Meldung. Israel Sustainable Development Goals. Hier hat man irgendwie so eine Abteilung gegründet, Außenminister mit dem Bildungsminister, ja, um eben die UN-Agenda 2030 zu erfüllen. Ja, wir sehen also, Israel ist auf jeden Fall mit dabei. Ich komme nochmal zurück aufs Datum. Ja, das Ganze findet ja statt hier vom 18. bis 19. September 2023 in New York. Und ja, und das finde ich einfach der Hammer. Das ist, ja, das ist ein Tag nach dem Posaunenfest in Israel. Das Posaunenfest geht bis zum 17. September. Und es steht ja geschrieben, es soll sein zur letzten Posaune. Ja, dann werden wir entrücken. Ich wollte nur noch mal laut denken. Nochmals, Posaunenfest vom 15. bis 17. September. Und dann könnte sich der Kopf hier offenbaren. Ja, also hier könnte sich dann der Antichrist offenbaren, ja, weil zuvor, ja, zur letzten Posaune das weg ist, die weg sind, die ihn aufhalten, dann kann er sich offenbaren, so steht es alles geschrieben. Ja, und die können ja hier schon wirken, die Zehen, ja, die können ja schon ihre Macht bekommen, nur hat er sich noch nicht offenbart, ja, für einen Monat, ne, für eine Stunde. Ich denke nur laut. Ne? Ja, und noch etwas Interessantes, wir haben ja nicht nur hier, dass der Bund gefestigt wird hier für 7 Jahre, sondern auf diesem Kongress oder auf diesem Gipfel wird auch noch nach Frieden gerufen. Ne? So steht es auch geschrieben. Wenn sie denn rufen Frieden und Sicherheit, dann kommt das große Verderben. Ja? Und dann kommt die schlimme Zeit. Die Drangsal, die Trübsal bricht an. Also sie rufen hier nach Frieden. Da schauen wir wieder auf die offizielle UNO-Seite hier 2023. Ja, man ruft nach Frieden hier. 21. September, das ist zwar der Friedenstag, ja, der Internationale Friedenstag ist zwar hier am 21. September, aber wir lesen nochmal hier, scrollen runter auf der Seite und hier steht eben, dass während des Gipfels hier ja dafür nochmal aufgerufen wird. Für den internationalen Frieden. Ja? Ja, so geht's weiter. Also, wenn Sie denn rufen Frieden und Sicherheit, dann kommt das große Verderben über Sie. Ja, hier habe ich noch mal diese Timeline, was denn hier die 6000 Jahre angeht. Mal kurz im Überblick, ne? 2 Tage, 2000 Jahre, ne? Von Adam bis Abraham, 2000 Jahre gedauert. Dann nochmal weitere 2000 Jahre, also 2 Tage bis Jesus,
Ja, und dann nochmal haben wir jetzt hier die Gnadenzeit Jesu Christi vom ersten Erscheinen bis dann zum zweiten Erscheinen. Und dann haben wir nochmal 1000 Jahre, das Millennium, das Friedensmillennium, wo Jesus hier direkt selber auch herrschen wird. Ja. Und dann geht es in die Ewigkeit. Ja, auch hier nochmal. Das sind dann insgesamt 7000 Jahre, also 7 Tage mit dem Sabbatjahrtausend. Auch hier nochmal. Hier war kurz vorher, ich glaube, das war das Jahr 1500 oder 1600, war hier die Flut Noah. Ja, ja dann kommt eben die Entrückung, Rapture. Ja, wir werden hinweggenommen, dann kommt der Zorn über die Erde, kurz, ja, die 7 Jahre hier, dann kommt er zurück mit den Heiligen, kommt er auf den Ölberg zurück, so steht es geschrieben, und herrscht dann für 1000 Jahre. Ich würde euch gerne nochmal die Stelle jetzt vorlesen aus der Bibel, wo eben steht, was ihn zurückhält. Ja, und das lesen wir in 2. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 6. Ja, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, also die hier zurückbleiben und auch dann in der Drangsal nichts mit Jesus zu tun haben wollen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können, durch das Evangelium, durch die Gnade, durch das Geschenk Jesus. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Genau. Ja, so seht ihr, ne, was aufhält. Ja, noch ein Gedanke und zwar nochmal zurück nach Israel. Ich springe hier ein bisschen hin und her, aber das habe ich noch vergessen. Und zwar haben wir ja gesagt, dass dieser Vertrag nicht unbedingt jetzt konkret mit Israel gemacht werden muss vom Antichrist. Ja, ihr kennt ja diese Abraham-Accords, das kann natürlich auch sein. Ich denke ja nur laut. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass der Antichrist zur Mitte dieser Drangsal eben das Schlachtopfer aufhören lässt. Das heißt, das muss erst wieder eingeführt werden. Ja? Und ja, das wird irgendwann kommen, auf jeden Fall. Vom Beginn eben der Drangsal bis zur Mitte wird das irgendwann geschehen. Und interessanterweise hat jetzt die Tempelgesellschaft gesagt, dass sie bereit wären, ja, die üben das, die bilden die Geistlichen aus, die das dann eben machen müssen, ja, genau wie es Mose vorgeschrieben hat. Ja, die bilden die aus, die machen, sammeln die Dinge, die da nötig sind. Und vor allen Dingen die rote Kuh. Ja, die rote Kuh, ja, letztens sind ja 5 rote Kühe aus Texas eingeflogen worden. Und sie sagen jetzt, sie wären bereit, diese Opfer wieder zu beginnen. Da müsste der Tempel ja da sein. Achtung, zum Passafest 2024, also nächstes Jahr, ne, zu Ostern Passafest. Ja, da wären sie dann bereit, das wieder einzuführen. Okay, und dann hatte ich noch eine Sache von Elon Musk, der hat sich auch noch mal geäußert gehabt. Wir trauen dem Mann nicht, überhaupt nicht, weil wie er sich manchmal gekleidet hat und so weiter. Also er ist auch ganz, schwimmt ganz oben mit in dieser Gesellschaft. Seine Ex-Frau
war auch wirklich bekennende Hexe und ich weiß nicht, mit seiner Mutter halt. Also, ihr könnt da ja mal forschen, Elon Musk. Also, dem Mann ist nicht zu trauen. Aber er hat hier etwas Interessantes gesagt, und zwar über ESG, Environmental Social Governance. Das ist diese Agenda, eben dass diese Trans- und Geschlechtergleichheit und diese ganzen Dinge, dass die in den Firmen durchgedrückt werden müssen. So wie Larry Fink das ja auch gesagt hat, ne? Von BlackRock, ne? CEO von BlackRock. Da hat er sich zu geäußert und hat dazu gesagt, dieses Programm, ja, dieses ESG sei ja der Teufel inkarniert. Also der in Fleisch gewordene Teufel sei das. Also ich denke mal schon, dass Elon Musk oben mitmischt und schon Bescheid weiß, wir sollen ihm nicht trauen, aber manchmal kommen solche Geschichten halt, solche Sätze raus. Ja, genauso wie er sich ja geäußert hatte zur künstlichen Intelligenz, dass wir da Dämonen beschwören würden. Also können schon mal ab und zu zuhören, diesen Leuten, ja, was die so von sich geben, ne? Aber trauen sollen wir denen natürlich nicht. Aber ihr seht schon, wo das alles hingeht. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, das sind die lauten Gedanken zum Jahre 2023. Es ist nicht mehr viel Zeit, ne? Möglich wäre das. Ja, wenn nicht, dann werden wir halt weitersehen. Aber wir haben auf jeden Fall diese Saison, ja, und da dieses Fenster zur Entrückung. Es steht offen, denke ich mal. Und ja, mein Ziel ist es ja, dass Menschen, die vielleicht noch nicht gläubig sind oder noch nicht so fest da drin sind und gar nicht wissen, wer Jesus ist, ey Leute, ja, es wird jetzt wirklich Zeit, kehrt um, ja. Buße tun, Metanoia heißt das, den Geist wieder wandeln, weg von diesem ganzen satanischen Zeug, nämlich Evolutionstheorie, Urknall und solche, das sind ja Religionen, ja, da musst du ja dran glauben, das ist ja. Nein. Ja, wenn man alleine die Natur beobachtet, weiß man eigentlich, dass es einen Schöpfer geben muss, ja, und dass es ein allmächtiger Schöpfer ist und dass ja, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Also kehrt um zu Jesus Christus. Ja. Wir alle können nicht bestehen vor Gott, wir sind alle sündig, aber Gott selber ist hier in Fleisch geworden in Form seines Sohnes, ja, und hat die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, ja, weil jeder Mensch eben lügt und macht und tut, ja, also Gott nicht gefallen kann. Aber durch dieses Opfer, durch das Blut Jesu, sind wir gereinigt. Und das ist das Einzige, was wir tun müssen, das anzuerkennen vom ganzen Herzen. Ja, durch Werke können wir nicht errettet werden. Wenn ich sage, ich bin ein guter Mensch, ach, ich mache doch gar nichts Böses. Das sind die Bösen hier, ne, das, ne, ganz schlimme Leute, ne, WEF und so, das sind die ganz, aber vier, ich bin gut. Nein, nein, das rettet dich nicht. Nimm das Geschenk an, Jesus. Ja, sein Blut hat dich gereinigt. Das ist das Einzige. Annehmen von ganzem Herzen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass wir ja nicht mehr weit haben. Alles Gute. Shalom.